Seid gegrüßt, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Heute geht's im Gaumenkino um Vegetarier im Film. Der englische Kultfilm Trainspotting schildert den Alltag des Drogenjunkies Mark Renton, gespielt von Ewan McGregor. Renton versucht zwar immer mal wieder clean zu werden, landet aber, auch dank seines Umfeldes, immer wieder an der Nadel. Als er und sein Kumpel Sick Boy mit einem Luftgewehr im Park Unsinn treiben, erfährt man, dass Renton Vegetarier ist. Aus sicherer Entfernung schießt Renton auf einen Hund. Er landet einen Volltreffer, woraufhin das Tier sein Herrchen angreift. Darauf sagt Sick Boy zu seinem Kumpel Renton, er sei für einen Vegetarier ein super fieser Schütze. Reese Witherspoon gibt in der Komödie Natürlich blond die High Society Blondine Elle Woods. Um ihren karriereorientierten Ex-Freund zu beeindrucken und auch zurückzugewinnen, beschließt Elle, Jura zu studieren. Mit der quirligen Blondine auf der einen und seriösen Studenten und Anwälten auf der anderen Seite prallen zwei Welten aufeinander. In dieser doch vorhersehbaren, aber charmanten Komödie bekennt sich die Protagonistin als Vegetarierin. Vor ihren Kommilitonen erklärt Elle, dass sowohl sie selbst als auch ihr Chihuahua namens Brutus, der im Original Bruiser heißt, Vegetarier sind. In Bryan Singers Superman-Verfilmung Superman Returns von 2006 gibt es eine Szene, in der sich Lois Lane als Vegetarierin entpuppt. Supermans Herzdame, gespielt von Kate Bosworth, ist hier übrigens Mutter eines Sohnes und mit einem anderen verlobt. In der genannten Szene sitzen Jimmy Olsen und Supermans alter Ego Clark Kent im Büro, wo sie gemeinsam mit Lois Lanes Sohn und ihrem Verlobten etwas essen. Als Lois dazustößt, wird klar, dass sie Vegetarierin ist. Denn ihr Verlobter weist sie darauf hin, dass alle gerade Fleisch essen. Und er fragt Lois, ob sie denn lieber Tofu-Wrap oder Gemüse-Wrap möchte. Im gleichnamigen Film soll eine Truppe der Sondereinheit Special Weapons and Tactics, kurz SWAT, zusammengestellt werden. Neben Colin Farrell als Teammitglied steht auch Samuel L. Jackson vor der Kamera als Truppenleiter Sergeant Harrelson, genannt Hondo. Als Hondo Leute für sein SWAT-Team rekrutiert, gibt es einige Kandidaten. Einer davon ist der Polizist David Burress, verkörpert von Reed Diamond. Dieser hat herausragende Referenzen und hält sich immer an die Vorschriften. Als Hondo ihm einen Hotdog anbietet, lehnt der überzeugte Vegetarier ab. David ist außerdem nicht bereit, im Zweifel gegen Vorschriften zu verstoßen. Hondo will ihn deshalb nicht in seinem Team. Er kommentiert dies mit der Frage, wie er denn einem Mann vertrauen könne, der keinen guten alten amerikanischen Hotdog essen will. Auch die Videospielverfilmung Super Mario Bros., die es mit der kultigen Vorlage leider nicht so genau nimmt, greift das Thema Vegetarismus auf. Bob Hoskins und John Leguizamo machen sich als Klempnerbrüder Mario und Luigi auf in ein echt schräges Paralleluniversum. Dort müssen sie die schöne Daisy retten und nebenbei dem bösen Koopa, alias Dennis Hopper, das Handwerk legen. Als man der gefangenen Daisy, gespielt von Samantha Mathis, etwas zu essen bringt, erklärt sie, dass sie dies nicht essen werde. Sie sagt, dass sie Vegetarierin sei und nichts esse, das mal ein Gesicht hatte. Im Horror-Thriller Dread geht es um ein Experiment zum Thema Angst. Die beiden Studenten Quaid, verkörpert von Sean Evans, und Steven, gespielt von Twilight-Star Jackson Rathbone, führen als Semesterarbeit eine Angststudie durch.
Quaid will die Reaktionen von Leuten erforschen, die unmittelbar mit ihren schlimmsten Ängsten konfrontiert werden. Doch dabei gehen ihm die Versuchsanordnungen aber nicht weit genug. Und so nimmt er auf eigene Faust zum Beispiel einem Probanden, der Angst davor hat, taub werden zu können, gewaltsam und ganz bewusst das Gehör. Doch Quaid geht sogar noch weiter. Und das bekommt auch die Studentin Cheryl zu spüren. Cheryl, gespielt von Han Steen, isst kein Fleisch, da sie sich aufgrund traumatischer Kindheitserlebnisse vor Fleisch und schon sogar vor Fleischgeruch richtig ekelt. Um auch sie mit ihrer Angst zu konfrontieren, sperrt Quaid sie heimlich ein, mit nichts als einem Stück Fleisch im Zimmer. Und er erklärt, sie erst rauszulassen, wenn sie das Fleisch aufisst. Und damit beginnt für die Vegetarierin ein regelrechter Albtraum. Im Animationsfilm Große Haie, kleine Fische geht es um den Fisch Oscar. Oscar kann seine Schulden nicht zahlen und droht, von einem Hai gefressen zu werden. Doch ein abstürzender Anker erledigt den Raubfisch. Und da wittert Oscar seine Chance, endlich kein Niemand mehr sein zu müssen. Er behauptet einfach, er habe den Hai getötet. Er gibt sich als Haikiller aus und wird berühmt. Dumm nur, dass der tote Hai der Sohn des Mafiabosses war. Und der fordert natürlich Rache am angeblichen Haikiller. Und Lenny, der Bruder des toten Hais, kennt die Wahrheit über dessen Ableben, denn er war dabei. Aber Lenny ist Vegetarier und alles andere als ein Killer, sehr zum Leidwesen seines Vaters. Und weil Lenny sich von seinem Vater nicht akzeptiert fühlt, will er nicht mehr nach Hause. Er freundet sich mit Oscar an und taucht als Delfin verkleidet bei ihm unter. Und das Versteckspiel fliegt natürlich irgendwann auf. Und so kommt es zu einigen Turbulenzen unter den Beteiligten, die übrigens nicht nur von hochkarätigen Stimmen wie Will Smith oder Martin Scorsese besetzt wurden, sondern ihren Sprechern optisch sogar nachempfunden sind. Am Ende muss Oscar erkennen, dass es keinen Ruhm und kein Geld braucht, um jemand zu sein. Und Lennys Vater akzeptiert schließlich den vegetarischen Lebensstil seines Sohnes. Masters of the Universe mit Dolph Lundgren als He-Man basiert auf dem gleichnamigen Kult-Cartoon und der Spielzeugserie aus den 1980er Jahren. In dem Realfilm, der sich inhaltlich nur bedingt am Original orientiert, müssen He-Man und seine Freunde vom Planeten Eternia den bösen Skeletor aufhalten. Als dieser kurz vor dem Sieg steht, können He-Man und Co. mit Hilfe eines kosmischen Schlüssels entkommen und landen auf der Erde. Und diese fremde Welt bietet den Helden einige Überraschungen. Als sie zum Beispiel an Fast Food gelangen, fragt Teela, gespielt von Chelsea Field, warum das Essen denn auf weiße Stöckchen gemacht sei. Sie erfährt, dass es sich um Rippchen handelt und die weißen Stöckchen Knochen sind. Entsetzt darüber, dass das Essen mal ein Lebewesen war, hält sie die Erde für eine barbarische Welt. In der Simpsons-Folge Lisa als Vegetarierin beschäftigt sich Lisa Simpson mit dem Thema Vegetarismus. Als sie realisiert, wo das Fleisch eigentlich herkommt, reift in ihr der Entschluss, kein Fleisch mehr zu essen. Übereifrig versucht sie, auch andere Fleischesser zu bekehren und sabotiert sogar Homers Barbecue. Aber aufgrund des gesellschaftlichen Drucks glaubt sie, gescheitert zu sein und doch mit dem Strom schwimmen zu müssen. Gerade als sie sich damit abfindet, erfährt sie von Apu aus dem Quickie-Mart, dass auch er fleischfrei lebt. In Apus geheimem Garten trifft sie auch Paul und Linda McCartney, die ebenfalls Vegetarier sind. Durch Apu, der sogar vegan lebt, aber dennoch Vegetarier akzeptiert, erkennt Lisa, dass auch sie tolerant gegenüber anderen sein muss und trotzdem nach ihren eigenen Werten leben kann. Und so wird Lisa in ihrer Absicht bestärkt und lebt fortan vegetarisch.
Life of Pi, ich sag lieber Life of Pi, ist ein Oscar-prämiertes Meisterwerk von Regisseur Ang Lee und erzählt die unglaubliche Geschichte von Piscine Molitor Patel, genannt Pi. Genauer gesagt ist es Pi selbst, dargestellt von Irfan Khan, der einem Autor die folgende Geschichte erzählt. In Pis Jugend betreibt seine Familie in Indien einen Zoo. Und sie beschließt, mit allen Tieren auszuwandern, um in Kanada ganz neu anzufangen. Bei der Überfahrt mit dem Schiff kommt es zu einem Unwetter und das Schiff sinkt. Und der junge Pi, gespielt von Suraj Sharma, schafft es auf ein Rettungsboot und überlebt den Schiffbruch. Außer ihm hat niemand überlebt, bis auf einen ausgewachsenen Tiger. Und so erlebt man als Zuschauer ein bildgewaltiges Epos, das Abenteuer eines schiffbrüchigen Jungen, der, allein mit einem Tiger, versucht, auf hoher See zu überleben. Und dabei erfährt man auch, dass Pi aufgrund religiöser Überzeugungen Vegetarier ist. Das ist auch ein wichtiges Thema in dieser außergewöhnlichen Geschichte, einer Geschichte über Verlust, Hoffnung und Glaube. Auch in der Star Trek Originalserie, hierzulande auch bekannt als Raumschiff Enterprise, gibt es einen Vegetarier. Mr. Spock, gespielt von Leonard Nimoy, der als Vulkanier stets logisch handelt, lehnt den Fleischkonsum als Folge unnötigen Tötens ab. Das wird deutlich in der Folge Portal in die Vergangenheit. Diese ist übrigens die einzige Episode der Serie, in der keine einzige Szene an Bord der Enterprise spielt. Auf einem fremden Planeten gelangt Captain Kirk, dargestellt von William Shatner, durch ein Zeitportal in eine mittelalterliche Epoche. Spock und Pille wollen ihm folgen, landen aber 5000 Jahre in der Vergangenheit in einer Art Eiszeit. Und dort verhält sich Spock ungewöhnlich emotional. Er verliebt sich in eine Frau und, obwohl er Vegetarier ist, isst er sogar Fleisch. Als Spock sich reflektiert, bereut er sein Verhalten. Er ist entsetzt darüber, Fleisch gegessen und es sogar genossen zu haben und bezeichnet es als würdelos. Das war's mal wieder. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und schaut auch ruhig mal bei meinen anderen Videos rein. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.